Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und wir haben da gerade unseren ersten Drachen mit Hilfe der Wachen hier erlegt. Die haben uns sehr geholfen und wir haben da auch Zauberei ausprobieren können und ja, Tod und Teufel auch noch das ganze Schlachtfeld geplündert. Unser Feindal hat sich da gerade mal einen anderen Helm aufgesetzt. Das sieht ja auch witzig aus. Naja, wie bei Freitag der 13. egal. Und wir müssen jetzt dem Jarl Bericht erstatten. Und das machen wir doch gleich. Ich glaube, wir ersparen uns die Lauferei und ich mache hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder in der Festung. Okidoki. Ja, sorry Leute, hier war gerade ein kleines Erdbeben und irgendwelche Stimmen haben da jetzt Muad'Dib geschrien. Was weiß ich, was das heißt, aber ich glaube, hier geht es gleich einmal weiter mit der Story. Ich habe aber keine Ahnung wie. Aber dann laufen wir halt und ich werde das einfach dazu aufnehmen. Wir haben ja genügend Zeit, weil das ist ja so oder so die unendliche Geschichte. Und ja, ist ja auch mal schön, den richtigen Weg zu sehen. Da oben, die Wachen sind recht wachsam und das Zugtor ist ja runtergezogen, ja, die Zugbrücke. Ja. Und ja, okay, die warten schon auf uns. Hi ho. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, ich, der Feindal und noch tausend andere. Okay, und du? Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Ja, was alles möglich ist und nicht, das werden wir noch sehen. Uns ist das ja auch neu, aber egal. Wir sind auf Stufe 7 und fast schon auf Stufe 8. Jetzt weiß ich nicht, ja, okay. Wir müssten mit Feindal, glaube ich, noch einmal reden, damit er uns die Schießkunst noch weiter beibringt. Die Kaiserlichen wohnen in die Pipapo. Wir laufen jetzt einmal zum Jarl. Ah, Feindal, ich schreck mich immer, wenn ich dich sehe. Komm, was ist los? Drachen? Ja, schon weg, Drache, schon weg, okay. Und ja, da hinten, da möchte ich unbedingt noch hin. Egal, wir müssen da jetzt rauf in die Feste. Wie kommen wir am besten darauf? Laufen wir da mal zu. Hallo. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Ja, lass uns in Ruhe. Wir reden mit dir nicht. Wir gehen gleich zum Jarl. Es geht ein Riss durch Himmels. Ja, und was denn? Ja, wer sagt denn das da unten? Ah, da gibt es so viel zu bequatschen, Leute. Und du? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ja, lass jetzt. Vielleicht genau das Richtige für euch. Ich geh mal nach Wendel sammeln. Aha. Talos! Ich verbringe an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Ja, du bist ja eine Süße. Ja, ja. Okay. So, Jarl. Also, ich werde diese Laufsequenzen einfach auch. Ihr mögt ja Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Ja, hast auch recht. Genau, ist ja auch wichtig, so ein Schwert in der Hand zu halten. Und lass uns da jetzt rein, oder? Alles in Ordnung? Ja, wenn wir da reinkommen könnten. So, wir sind jetzt wieder beim Jarl, nehme ich an, und seiner bissigen Ehefrau, oder was weiß ich, was das jetzt war, das letzte Mal. Die war ja nicht sehr freundlich. Da ist sie, oder? Nein, das ist die Haus. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Ja, du bist sicher eine Hexe. Das sehe ich dir schon an. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, könnt ihr uns persönlich in den Kerker vom Drachenfeste werfen. Und schon wieder so unfreundlich, die Jungs hier. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein?
Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. wir machen das aber ich so. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut bin. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen, genau, und das habe also ich auch. Ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte begonnen der Weg der Stimme. Hurra! Sprich mit den Graubärten, die Graubärte. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Ja, was wollen die Graubärte von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ich schon. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur, was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hohodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hohodga ist ein äußerst friedlicher Ort, weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hohodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Okay, Leute, so weit, so gut. Und wer ist... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Okay, Alter. Was benötigt ihr? Was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Auf wessen Seite? Ja, sollen wir dem jetzt noch was fragen oder machen wir das nächste Mal? Gut so, wir machen das durch. Nun, in den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenbluthelden der Macht ihrer Stimme,
um die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wulfhard war ein Drachenblut, Talus ebenfalls, der Begründer des Imperiums, damals in der guten alten Zeit. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen in Himmelsrand gab, töteten die Drachenbluthelden Drachen und stahlen ihre Kräfte. Okay, wer sind die Graubärte? Sie sind die Meister des Weges der Stimme, des Schreins. Kennen wir auch schon. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, werden sie mit euch sprechen wollen. In den alten Geschichten rufen sie die Drachenbluthelden herbei, um sie zu unterrichten. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Aha. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Okay, wie kommt ihr darauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Nun gut, und wie wollt ihr Weißlauf vor den Drachen beschützen? Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Faringar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Okay, alter König. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Nun gut, ja, das war's für diesmal und ja, ich denke, das ist Information genug. Wir haben da jetzt wieder einen Auftrag, ich glaube, das ist ein Mainquest, aber beim nächsten Mal schauen wir noch durch Weißlauf und da gibt es ja noch einiges zu entdecken und ja, ich verabschiede mich jetzt mit meinem Elfen. Uns wurde ja was anderes zugeteilt, ich weiß nicht. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt sie nicht weiter. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso, die Tosita und unser Feental. Ciao.